und habe direkt so viele Anfragen von Babyfirmen bekommen. Wie praktisch ist das, wenn Freunde auch Kinder haben? So sieht das aus. Gibt es beim Hausbau so, so viele Sachen, auf die man achten muss, dass meine Haut besser wird dank der Schwangerschaft? So viel mehr Lebensqualität, wenn man keine Schmerzen im Gesicht hat. Hallo Leute, hier ist Hazel und willkommen zu einem neuen Vlog. In der letzten Woche habe ich ja schon so angedeutet, dass wir bei einem Architekten waren. Heute bin ich bei der Notarin. Es bedeutet, es wird offiziell. Ich bin durch. Es ging ganz schnell, also semi-schnell, eine Stunde. Und jetzt wird's aufregend. Und wisst ihr, was auch noch spannend ist? Gestern beim Notartermin musste ich die ganze Zeit lächeln. Nicht, weil ich ein Grundstück kaufe, sondern weil ich das erste Mal die Tritte gespürt habe. Ich habe euch ja schon berichtet, dass ich das Kind tatsächlich schon in der 13. Woche gespürt habe, wie es sich gedreht hat, wie so ein Dönerspieß. Aber gestern war das erste Mal, dass ich auch halt diesen Tritt wieder gespürt habe und das war sehr, sehr schön und konnte nicht aufhören zu lächeln. Ich glaube, bei der ersten Schwangerschaft habe ich erst in der 17. Woche den ersten Tritt gespürt und diesmal ist es auch 17. Woche. Stimmt, es sind 16 plus 1 heute. Es ist schon alles sehr vergleichbar. Schön. Ich packe jetzt übrigens ein Paket aus von Nagel. Das ist eine Babymarke. Es ist eigentlich unglaublich, Leute. Ich habe ja gepostet, dass ich schwanger bin und habe direkt so viele Privatnachrichten und Anfragen von Babyfirmen bekommen. Unter anderem auch von, sag ich mal jetzt, einer Kinderwagenfirma. Habe ich mich aber dagegen entschieden. Also die wollten mich komplett so begleiten. Also mit neuen Kinderwagen, mit Beistellbrett für Kleinkind. Aber wir haben halt einfach schon einen Kinderwagen und das ist echt nicht Sinn der Sache, dass wir da irgendwie einen zweiten Geschenk kriegen und der dann irgendwie nicht wirklich gebraucht wird, weil wir ja schon einen haben. Aber von Nagel habe ich tatsächlich eine super liebe Nachricht bekommen von einer Followerin tatsächlich, die dort arbeitet. In dieser Nachricht waren halt auch so viele kleine Details, wo ich einfach gemerkt habe, dass sie meine Videos schaut. Ich habe mir dann überlegt, was brauche ich noch für das zweite Baby? Was habe ich in der ersten Schwangerschaft, in der ersten Neugeborenenzeit vermisst? Und ich zeige euch mal, was ich gewählt habe. Schwangerschaftskissen bzw. später dann auch Stillkissen. Ich hatte einfach keins. Ich hatte nur so ein richtig uraltes von meiner Schwester, wo kaum noch so Stoff drin war, wo ich mir den Stoff immer zu der einen Seite schieben musste, die ich gerade brauchte. Aber jetzt soll es einfacher werden für mich mit diesem Schwangerschaftskissen in Olivgrün. Okay, Leute, ich musste gerade kurz unterbrechen, weil ich für meinen Hauptkanal gerade was drehen musste, schnell. Aber machen wir kurz und schnell weiter mit dem Haul. Ich habe dieses Mal vor, eine Babywanne zum Kinderwagen von meinen Freunden auszuleihen. Wir hatten damals keine Babywanne. Wir dachten uns einfach, wir brauchen die nicht. Wir haben nämlich den Cybex Kinderwagen mit diesem Liegemodus für die Autoschale. Und dann hatten wir auch den Sportmodus, den man ja dann benutzen konnte, wenn das Kind sitzt. Und weil wir ja eben ein Pandemie-Baby hatten, waren wir ja kaum draußen und dachten, wir brauchen die Babywanne nicht. Diesmal werde ich mir die Babywanne einfach ausleihen. Wie praktisch ist das, wenn Freunde auch Kinder haben? Und zur Babywanne habe ich mir jetzt den Baby Carrier. So sieht das aus. Und man kann das sich halt so vorstellen, dass man das zu Hause ein bisschen weiter aufmachen kann, dass das Baby da drin schlafen kann dann an jedem Ort, wo es gerade müde ist oder unterwegs ist. Und man kann das dann halt aus der Wanne ganz easy entnehmen. Und sowas hatten wir halt noch gar nicht. Und man kann das hier auch noch tatsächlich so ausweiten, damit es eine Spielematte wird, was wir halt auch nicht haben. Und das ist sehr praktisch. Also wenn ich jetzt überhaupt Dinge für die zweite Schwangerschaft bzw. für das zweite Kind hole, dann nur so multifunktionale Sachen.
Heute ist mal wieder ein besonderer Tag. Ich glaube, ich fange jeden Tag so an. Und zwar habe ich in Berlin eine neue Kosmetikerin gefunden, die halt auch Pregnancy Safe Facials macht. Also sie hat genau ein Facial, was auch für Schwangere ist. Und das probiere ich heute aus. Und nochmal Bezug nehmen zu meiner Woche 11. Da hatte ich ja so schon angeteasert, dass ich glaube, dass meine Haut besser wird dank der Schwangerschaft. Ich kann euch das auf jeden Fall mal zeigen. Auch mit einem Vorher-Nachher vielleicht. Ich bin super, super zufrieden, weil ich einfach aufstehe ohne Schmerzen im Gesicht. Ich weiß, dass meine Pickelmale noch alle da sind und so und dass das Zeit braucht. Aber es ist einfach schon mal so viel mehr Lebensqualität, wenn man keine Schmerzen im Gesicht hat. Die Leute, die es verstehen, verstehen es. Und genau, jetzt mache ich mich auf den Weg zur Kosmetikerin. Also wenn du irgendwas benötigst bezüglich Contents, kannst du uns jederzeit natürlich Bescheid sagen. So, es ist jetzt der nächste Morgen und ich wollte noch ein bisschen was zu diesem Hauttreatment erzählen. Also wir haben mit einem Peeling gestartet und dann haben wir Ausreinigung gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das machen, aber tatsächlich haben wir das gemacht. Und früher, vor einigen Monaten, habe ich ja noch regelmäßig Ausreinigung machen lassen. Auch müssen, weil ich sehr, sehr viele Unterlagerungen und Pickel hatte und das hat dann immer so ewig gedauert und es ist so schmerzhaft. In jedem Bereich irgendwie ein anderes Schmerzlevel, wenn die so an der Stirn sind, wenn die dann hier an der Wange sind, am Kinn, an der Nase und ich glaube, mir hat es am meisten so am Kinn wehgetan. Gestern bei der Ausreinigung hat sie genau einen einzigen Pickel ausgedrückt. Ich glaube, ihr könnt ihn auch sehen, aber ich war so überrascht. Und dann haben wir anschließend eine Maske gemacht für den Feuchtigkeitsboost. Also ich bin heute aufgestanden und habe noch nichts an meine Haut getan, aber es sieht aus, als hätte ich mich eingecremt. Und dann habe ich auch noch eine Massage bekommen. Die hätte auch schön länger sein können. Oh mein Gott, ich habe eine Massage so dringend nötig, aber ja, mal schauen. Auf jeden Fall habe ich dann halt die Chefin gefragt, was ich jetzt tun kann gegen meine Pickelmale, braunen Stellen, weil ich ja jetzt das Glück habe, keine neuen Unreinheiten zu bekommen. Und sie meinte, das ist jetzt richtig tricky. Es hilft halt am meisten Retinol. Und Retinol wird nicht empfohlen für Schwangere, Stillende und auch Menschen, die schwanger werden möchten. Ich lese das immer so. Ich weiß nicht immer genau den Grund, aber ich weiß, dass ich zum Beispiel auch kein Retinol benutzt habe und jetzt auch nicht benutze. Aber sie meinte, sie schreibt mir noch so ein paar Home Products, weil sie spricht nur Englisch, die ich zu Hause anwenden kann gegen diese dunklen Stellen, weil sie werden jetzt tatsächlich schlimmer. In der Schwangerschaft wird die Hautpigmentierung stärker. Also je weiter die Schwangerschaft fortschreitet, desto stärker wird die Pigmentierung. Man bekommt ja auch diese braune Linie auf dem Bauch und alle braunen Flecken, die man hat, die werden halt einfach noch stärker. Was soll ich machen? Ich warte auf jeden Fall auf ihre Tipps und werde sie natürlich auch dann mit euch teilen. Heute habe ich mir was überlegt und zwar mache ich heute Yoga, aber per Livestream. Ich bin einfach zu faul, dahin zu fahren. Ich sage es euch, wie es ist. Ich bin einfach so pandemiegeprägt. Einfach nur noch Home-Workouts. Aber ich dachte mir, da kann ich euch besser zeigen, was wir tatsächlich machen. Weil ich filme hier dann nicht aus Versehen fremde Menschen. Komm erstmal an. Und dann entspann deine Füße. Entspanne deinen Babybauch. Jetzt Matura reinigt. Im Brustkorb. Die Schultern, die Fingerspitzen gehen zur Decke. Die linke Hand schiebt jetzt einmal von vorn dagegen, dass du ein bisschen die Handgelenke aufwecken kannst. Einatmend. Ellenbogenspitzen berühren sich. Ausatmen, macht dich groß.
Und dann mit der nächsten Einatmung ganz langsam, dreh dich wieder zur Mitte zurück, beide Hände gehen einmal hinter dich. Okay, die Yoga-Session ist vorbei. Ich wollte ein bisschen mehr filmen, aber wir haben heute gar nicht mal so viele klassische Kriegerübungen gemacht, sondern sehr viele Posen, die ich einfach nicht ins Internet stellen möchte. Aber diejenigen, die schon mal Yoga gemacht haben, Schwangerschafts-Yoga ist vom Aufbau sehr, sehr ähnlich. Man startet immer mit einer ruhigen Session. Man entspannt sich, man lockert sich, man kommt erstmal an. Heute haben wir tatsächlich Meditation gemacht. Machen wir gar nicht mal so oft, aber jede Yogalehrerin macht es halt ein bisschen anders. Was ich dann immer cool finde, ist dann der mittlere Hauptteil, wo wir viele Übungen machen, wo wir die Hüften öffnen, irgendwie alle Gelenke mal dehnen und stretchen, weshalb ich mich nach dem Schwangerschafts-Yoga immer so gut fühle, einfach so gelenkig, beweglich. Das endet dann meistens wieder mit einer weiteren Entspannungsübung, wo man quasi nur noch so liegt. Deswegen gibt es immer diese Yoga-Pose, wo man nur liegt. Dann gibt es halt so Entspannungsmusik dazu und dann kommt man wieder zurück. Und so ist quasi jede Yoga-Session, aber Pränatal-Yoga hat halt eben nochmal den Unterschied, dass man sich auf andere Übungen fokussieren kann. Falls das was für euch ist, könnt ihr es ja auch ausprobieren. Es gibt ja auch Yoga-YouTube-Videos. Man muss ja nicht direkt Yoga-Kurse buchen, aber ja, ich habe mich dafür einfach entschieden, weil meine Freunde das mit mir gleichzeitig machen. Heute hatte ich bloß keine Zeit hinzufahren. Bin mal gespannt, wie es weitergeht mit dem Sport in der Schwangerschaft, weil meine Freunde sind viel weiter fortgeschritten als ich. Da kommen die Babys schon im Mai. Ob ich da dann noch weitermache, ist die Frage. So, ich bin gerade bei meiner Freundin angekommen. Einmal die Woche fahre ich Auto, sonst lasse ich immer Dirk fahren. Ich treffe mich heute mit meinen Freundinnen zum Raclette-Essen. Ihr könnt hören, wie dahinter mir jemand schnarcht. Ich habe natürlich meinen Sohn mitgenommen. Immer wenn ich und Dirk Dinge alleine machen, die aber mega entspannt sind, also bei irgendjemandem zu Hause chillen, dann nehmen wir immer unser Kind mit, damit die andere Person, die alleine ist, Me-Time hat. Und Dirk hat zum Beispiel gerade Me-Time. Also, falls ihr mich einladet, ich nehme immer mein Kind mit. Vor allem, wenn es ein entspanntes Event ist. Ich warte jetzt noch kurz, bis er aufsteht und dann geht's ans Babykuscheln, weil wir werden ein 2,5-monatiges Baby gleich sehen. Lammkuchen. So, wir sind fertig. Bei die Venia Bonia. Okay, Leute, ich bin heute, weiß ich gar nicht, genau 17 plus 0. Also somit habe ich meine 17. Woche abgeschlossen. Symptommäßig kann ich sagen, ja, meine Übelkeit ist verflogen. Mittlerweile habe ich andere Symptome, die ich auch in der ersten Schwangerschaft nicht hatte. Und zwar wird mein Bauch immer so abends hart, was ja auch theoretisch normal ist. Also ich habe das schon oft gehört. Keine Ahnung, es zieht und drückt und ist auch echt unangenehm. Und ich fühle mich halt jetzt schon hochschwanger, was halt einfach nicht sein kann, weil es noch ein paar Monate hin ist. Es ist noch alles erträglich. Und ja, wie meine Frauenärztin schon gesagt hat, die nächsten Wochen sind eigentlich sehr entspannte Wochen. Da passiert nichts. Man hat keine Frauenarzttermine. Das Baby wächst an sich nur. Das entspannte Trimester nennt sich das einfach. Aber dafür läuft im Leben gerade sehr, sehr, sehr viel. Wir haben heute unter anderem unseren Küchenplantermin. Das ist schon unser zweiter. Wir haben extra schon einen ersten Küchenplantermin gehabt, bevor wir überhaupt das Haus gekauft haben, beziehungsweise das Grundstück und das Haus geplant haben. Man muss einfach vom Küchenplaner wissen, was geht, was möglich ist in den Räumlichkeiten, damit wir dann auch dem Architekten sagen können, wir wollen das Fenster irgendwie anders, die Höhe anders, wir wollen gar kein Fenster dort, wir wollen es verschieben. Ja, tatsächlich gibt es beim Hausbau so, so viele Sachen, auf die man achten muss.
Und das ist echt heavy, also dass ich das während der Schwangerschaft und dann wahrscheinlich auch während der Neugeborenenphase da alles durchziehen muss. Aber ich sag mal so, ich habe gestern so ein Reel gesehen, da steht, dass es jetzt hart ist, aber in den nächsten Jahren wird es sich einfach lohnen und man wird es nie bereuen, was man gemacht hat, worin man Arbeit gesteckt hat. Deswegen bin ich da sehr, sehr optimistisch. Warte gerade auf Dirk, dass er nach Hause kommt. Dann gehen wir zusammen zum Küchenplan. Heute geht es hauptsächlich ans Material, Farben, auch so, glaube ich mal, so Räumlichkeitsplanung. So, wo man was genau haben will, wie man etwas strukturieren will einfach, weil wir drehen ja auch Videos. Deswegen wird wahrscheinlich unsere Küche ein bisschen anders als zum Beispiel eine Alltagsküche. Wir müssen halt daran denken, dass wir uns nie zum Rücken drehen, wenn wir drehen, also wo unser Waschbecken ist, wo unser Herd ist, dass wir immer frontal stehen können. Aktuell ist es ja gar nicht möglich. Ich bin schon super, super gespannt. Dirk ist auch sehr hyped, wobei er immer sagt, dass er gar nichts macht, sondern einfach nur daneben sitzt und abnickt. Aber ich hoffe heute, weil beim Material aussuchen ist er ein bisschen mehr into it und ich werde auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß heute haben. Und ich glaube, es ist auch an der Zeit, dann diesen Vlog an dieser Stelle zu beenden. Ich hoffe, euch hat der Vlog zu meiner 17. Schwangerschaftswoche gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, ihr merkt, es geht hier nicht nur um Schwangerschaft, es geht hier auch um Hausbau, es geht hier auch um Reisen, denn bald geht es nach Südkorea mit meiner Schwester, ohne Kinder, ohne Mann. Das wird auch richtig, richtig wild. Lasst gerne ein Abo da, würde ich sagen. Und dann bis zur nächsten Woche. Tschüss!